Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier in der C-Block Challenge aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir werden uns heute um die Würmer hier im Norden kümmern, werden einige davon töten, werden dann im oberen Bereich die Wasserentnahmestelle für unsere Produktion quasi noch hinbauen, optimieren und versuchen so hinzukriegen, dass es uns gefällt. Das sind quasi die Pläne für heute. Ah ja, ich kann das jetzt gerade nicht aufnehmen, weil ich ein bisschen viel Sand in der Tasche habe. Aber wir haben ja unser wunderschönes Kfz hier. Da kann ich ja ein bisschen Sand drin abladen. Den brauche ich ja erst, wenn ich dort oben bin. So, gut. Oh, Ouchin, das tat ja richtig weh. War das auch echt hier ein netter Bösewicht? So, aber wenn nur einer auf mich schießt, dann geht es immer noch, weil mein Energieschild gut genug ist, um das sozusagen zu absorbieren und die Kräfte, die dort verwalten, aufzunehmen. So, wenn wir das denn hier oben alles geklärt haben, also auch die Klippen alle weg sind und die Steine müssen ja überall gelegt sein, ne? Also das dürfte ja eigentlich nicht mehr denn, zum Problem führen. Dann können wir quasi hier den Produktionsstrang Plastikholz nach oben legen und Kohle natürlich, also Holzkohle und Plastik wird hier produziert. Und den Klippensprengstoff. Da hat es geknallt. Das war doch schon mal sehr schön. So, das also wie wir den Sand da oben reinschmeißen für die Wasserproduktion wird auch noch interessant, aber das kriegen wir dann auch noch alles hin. Da müssen wir ja immer solche 3x3 großen Löcher quasi freilassen. Aber ich denke mal, ja. Na, komm hier. Ihr seid gar nicht mad? Wenn ich erwarte, dass ihr auch mad seid und mich gleich anspucken wollt, aber wenn nicht, auch gut, spucke ich euch an, mit Blei. Weiß ich gar nicht, ob ich mit Blei schieße, aber ich glaube ja, ne? So. Ein toter Wurm ist ein guter Wurm. Nee, wie war das hier mit ein toter Bug ist ein guter Bug? Wie hieß denn der Film? Wie hieß denn der Film? Ach Mensch, jetzt komme ich nicht auf den Namen hier. Mit dem, wo sie einen Brain Bug getötet haben. Und dann ein toter Bug ist ein guter Bug oder so. Oder den Bugplaneten überfallen. Weil der Bugplanet Rio de Janeiro platt gemacht hat. Also, was war denn das? Was war denn das für ein Film? Starship Troopers, genau. Starship Troopers war das. Kennt ihr den Film? Also wenn ja, kurz mal Hände hoch. Wenn nein, ist auch okay, ne? Aber der ist ja, das ist auch so eine richtig schöne überzeichnete Darstellung eigentlich von dem, was, wie, also eigentlich ist das ja wirklich auch ein Stück Satire, ne? An dem aktuellen amerikanischen System. Und momentan, naja gut, da hat es ja nun auch, sagen wir mal, Entwicklungen gegeben in jüngster Zukunft, die vielleicht eventuell nicht ganz so vorteilhaft für uns sind und vielleicht auch nicht so sehr vorteilhaft für uns alle. Da weiß man noch nicht, was da passiert. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, aber der Werteherr Trump hat ja in Bagdad, glaube ich, einen iranischen hohen Offizier, der halt in Verbindung mit Terror und Ähnlichem gebracht wird. Okay, ja. Beweise haben wohl nur er und die CIA. Schwierig. Und dass dann dort. Ja, das ist der iranische Staat das nicht unbedingt mag, wenn einer ihrer höchsten Generäle quasi getötet wird. Kann man vielleicht nachvollziehen. Ich war auch sichtlich irritiert, also als auf Twitter quasi World War III trendete, also Dritter Weltkrieg. Ich so dachte so, Moment bitte, was? Mit euch nicht richtig? Oh. Eieiei, okay. Also die so eine Satellitenanlage mögen sie nicht, okay. Aha, das wird als militärisches Gebäude angesehen. Na gut, haben wir das auch gelernt. Also, dann dürfen die Dinger nicht in der Nähe stehen. Sonst gibt es kaputtes Gebäude. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal repariert kriege. Also mache ich hier ein paar Würmchen tot und holen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich ein Rip-Kit. Kann ich ein Rip-Kit selber machen? Kann ich mir noch eins machen oder lass es lieber sein? Ja, kann ich machen. Hab sogar noch eins. Was piept's jetzt? Hobbys, die haben zu tun, ja, das weiß ich.
Die Bauaufträge, ja, wenn die unten fertig sind, das ist ja auch gut, weil dann werden wir da unten gleich die nächsten Bauaufträge machen. Ich weiß gar nicht, welchen Map-Modus kann ich das, glaube ich, nicht machen, oder? Sonst hätte ich gesagt, kann ich da im Map-Modus natürlich die Bauaufträge setzen. Ich würde nämlich da, wo ich jetzt quasi die Flächen ausgebaut habe, würde ich gerne noch Solarpanels setzen, weil Solarpanels haben wir ja ausreichend. Und warum nicht? Wo ist... Da. Nein, geht nicht. Okay, dann Satellitenanlage draufgesetzt. So, gut. Aber das wissen wir denn jetzt auch. Sonnensatellitenanlage wird von den Würmern instant mit angegriffen. Ich dachte schon, wo die alle aufgestanden sind. Okay, ich bin zwar ziemlich nah dran, aber so nah bist du auch nicht dran. Und ja, gut, dass wir dann das Ziel, die Radaranlage genommen haben, dann war mir klar, warum auch alle aufgestanden sind. So. Aber wir sind hier ja bald durch. Wir müssen hier bloß oben ein bisschen links hin noch und dann ja hier links den Sandstreifen noch befrieden, aber das machen wir dann als zweites. Vorher werden wir dann oben erstmal die Sandgeschichten bauen für die Pumpen und ähnliches. Dann müssen wir unten nochmal zählen, wie viel Reihen wir brauchen. Dann werden wir ein paar Reihen von diesen Schlammgeschichten machen müssen und ein paar Reihen für die anderen Pumpen, für die normalen Standardwasserpumpen. Dann müssen wir ja doch ein paar mehr bauen als vorher. Ah, habe ich Beton eigentlich mitgenommen? Nee, ne? Okay, ja gut. Dann kann ich die Straßen hier oben, kann ich wahrscheinlich noch nicht fertigstellen. Oh gut, wenn ich jetzt hier mit meinem Geballer rum bin, dann ist ja eigentlich auch egal, weil... Dann kann ich auch wieder erstmal Roboter fliegen lassen. Dann kann ich erstmal wieder sagen, okay, liefert mir mal ein bisschen Beton, auch wenn der Weg ziemlich lang ist, aber sie werden es ja tun. So. Sehr, sehr schön. Und die nächsten sind tot. Gut, da sind wir doch schon. Ah, oh, das ist auch schon ganz gut hier. So, dann wollen wir mal gucken, wie weit wir jetzt hier mit dem Beton kommen, den ich habe. Ich habe hier ein bisschen Beton. So, der ist aufgebraucht. Dann habe ich hier noch ein bisschen Beton. Jetzt habe ich mich verbaut hier. Ja. Gut. Die sind mir jetzt ein bisschen zu nah dran hier noch an meinem ganzen System. Die sind dann also auch erstmal fällig hier. Die Kameraden. So. Okay. Na, 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 na. Und werden sie mal nicht kindisch hier. Okay, aber wenn sie wollen, kriegen sie natürlich auch ein paar Kugeln. Ich hätte da noch ein paar. Wie viel haben wir denn noch? 32. Oh, da müssen wir aber ein paar Magazine nachbauen. Ah ja, die wiederbeleben sich zum Teil, okay. Massenhaftes Würmersterben haben wir gerade hier. Ja, ja, ist ja gut. So. Müsste ich aber ganz in Ruhe hier alles abgrasen können. Ja. Wir haben da noch Alarmbereitschaft da drüben. Aber da komme ich eh nicht hin. Da ist ja keine Sandbrücke da. Auch wenn ich Sand in der Tasche habe. Aber lass die mal dann da ein bisschen rumstehen. Die werden sich schon wieder beruhigen. Was wollen sie machen? Sie können mir ja nicht hinterherlaufen. So, dann werden wir jetzt den letzten Beton hier noch legen. Warte mal, jetzt habe ich jetzt mal einen Beton noch davon wieder erzeugt. So. Ein bisschen Spaß muss sein. So, gut. Das ist ja schon mal schön.
Ich bin ein bisschen da dran. Ich glaube, hier oben muss ich auch wieder so eine so ein Funkdings dran bauen mit, ne? Ich glaube, hier bin ich dann wieder dran. Das Auto ist auch schon wieder so weit weg von mir. Na gut, da gehen wir gleich hin. Wir müssen hier Material holen. Wir müssen hier Sand und Ähnliches holen. Und ich selber muss noch ein bisschen Beton besorgen. Oder fahre ich schnell hin und hole Beton? Ich will doch schnell hinfahren, ne? Beton holen. Einmal quer durch die Base heizen wieder. So. Hier können wir auf jeden Fall mit Klippensprengstoff arbeiten. Ausgeklippt. So. Ah, da steht einer. Nee, dann müssen wir das da nicht machen. Okay. Gut. Der Strom ist hier echt kaputt gegangen. Ist der denn repariert? Der repariert das Ding. Durch die Springwirkung. Nun dann. Dann ist es halt so. Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber es ist ja schon wieder ein großes Gebiet entstanden. Frei von Würmern. Ah ja, da war noch einer. Das ist ja auch interessant. Höchst interessant. So, er ist tot. So. Ruhe in Frieden. Die Würmerkolonie ist tot. So. Fein. Dann fahre ich jetzt so schnell noch mal Beton holen, damit wir auch genügend Beton haben. Oder, ja, fahren wir schnell hin. Wie die Roboter mir das bringen, das dauert ja auch 25 Jahre hier, dann kann ich da auch schnell hinfahren. So, dann sind wir nämlich nochmal ein und unterwegs. Hier ein bisschen das Auto. Achso, warte mal, wie viel Kraftstoff hat das Auto überhaupt noch? Naja, geht noch 34. Habe ich denn irgendwas zum Verbrennen in der Tasche? Naja, wird sich schnell was finden, glaube ich. Ah ja, guck mal an, hier sind sogar noch ein paar unterwegs. Gut, hier in der Nähe findet sich sowieso was, aber wenn wir da hinten beim Beton sind, da wird sich auch was finden. Denke ich mal. Was wir da als Verbrennungsmaterial einfach mal nice topfen können. Ah, der Kleine, der brummt schon ordentlich, ne, der Motor. Hat schon schwer, also er hat schon schwer zu arbeiten daran, das ist eindeutig so. Die Energie hier dauerhaft aufbringen, um da hinzukommen. So richtig gerade fahren kann ich nicht. Das habe ich noch nicht so gelernt, glaube ich. Ah, dann können wir gleich hier gucken, ob hier denn alles fertig gebaut ist. Und ob wir da vielleicht schon die Dings draufsetzen können, die... Na, sag doch gleich. Solarzellen. So, beim Speichern ist der Sound immer ganz kurz weg. Macht mich immer ein wenig stutzig. So, hier mal Beton. Mein liebes Auto, du kriegst jetzt Upsala noch ein bisschen Beton geliefert. So, dann bist du voll mit Baumaterial, das ist schon mal schön. Und ja, dann gucken wir jetzt mal einmal noch nach oben hier. Vollgas. Wie denn da oben die Produktionskette aussieht. Zumindest der Bauplan, wie weit der auch fortgeschritten ist. Ich könnte da keinen Beton legen. Ah, ich glaube, ich weiß, was da wieder das Problem ist. Weil in dem Bauplan die Betonkacheln als Betonkacheln und nicht als diesen Flüssigbeton, also diesen Beton angesehen werden, ne? Kann ich das eigentlich umtauschen in dem Bauplan? Und mein Auto hin. Hallo? Bleiben Sie hier? Alles kein Problem.
Gut. Wo kann ich das denn umtauschen? Genau, ich müsste hier eigentlich. Kann ich nicht umtauschen, ne? Gibt es STRG-Z jetzt hier? Ne, natürlich nicht. Oh Gott. Muss ich hier überall drüber fahren wieder? Kann das nicht zu dem anderen Beton machen. Das ist ja Shit. Das ist jetzt auch totaler Shit. Aber dann müsste ich den anderen Beton herstellen. Kann ich den anderen Beton aus diesem Beton herstellen? Geht das? Die Betonplatten, die kann ich doch. Nur aus Ziegelstein, Eisen, Erz und Wasser. Ich kann auch den Beton herstellen lassen in so Fabriken aus flüssigem Konkret. Moment. Meine Damen, meine Herren, das müssen wir jetzt mal überprüfen. Ah, jetzt ist der Bauplan zwar im Arsch, aber gut. Gut, dann machen wir den nochmal neu, das ist ja kein Problem. So, dann geht's hier wieder runter. Oh, hier müssen wir auch ganz viele Würmer noch töten. Auf der Seite. So. Habe ich eine Fabrik in der Tasche? 4 Stück sogar. Wenn wir denn hier Baubeton machen müssen, dann müssen wir hier Baubeton noch herstellen. Gucken wir mal, jetzt müsste hier die Möglichkeit sein. Nee, das Rezept wollen wir eigentlich nicht haben. Gibt es denn noch eine andere Art Betonplatten? Betonplatte. Gibt es? Was ist hier für ein Rezept drin? Hier ist der Concrete Brick drin. Aha. Na, da, als wenn wir das nicht wüssten, wie das geht. Sehr schön, wunderbar. Herr Kommissar, da müssen wir nur das Dings wieder neu machen und müssen wir hier mal noch ein bisschen umsetzen. Naja, gut. Ich brauche jetzt Anbieterkisten. Hätten wir da noch? Sieht sehr gut aus. So. Aber so sieht's am. Nee. So sieht sehr gut aus. So, hier müssen wir mal ganz kurz. Noch so ein paar andere Kisten hier. Was sind das für Kisten? Stahlkisten. Haben wir noch Stahlkisten? Nee. Mal zwei solche hier. So. Nehmen wir erstmal alles mit, was da drin liegt. So, das mal. Ne? Da brauchen wir gerade. Ne? Da Tanks kann man immer hier brauchen. Leers kann man immer hier brauchen. Die Kohle brauche ich nicht. Zement brauche ich auch nicht. Baumatz kann man immer noch ein bisschen brauchen hier. Hm. Dann noch so alles drin. Baupläne sind da noch drin. Interessante Sache. Was sind das hier für Baupläne? Ah ja. Ah ja. Okay. Interessant, hier haben wir nämlich. Keine Ahnung, warum der Geschützturm mit drauf ist. Da irgendein Geschützturm mit bei? Weiß ich nicht. So, Sandbauplan, den können wir eigentlich auch erstmal hier unten rein tun. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und das ist ja auch ein komischer Bauplan, da müssen wir mal gucken, was ist das hier? Das ist eine leere Blaupause, aber auch noch. Okay. Gut, dann legen wir jetzt hier erstmal nochmal. Ich glaube, die Filtration Units brauche ich hier erstmal nicht. Ansonsten ist eigentlich erstmal alles brauchbar, was wir jetzt hier gefunden haben. Das hier unten brauchen wir nicht.
Ah, das aufgerollte, das legen wir hier auch mal rein. So, was haben wir hier jetzt noch drin? Ein Rohr nochmal. Mit einem Rohr können wir hier, das können wir hier lassen. Die ganz schnellen, die könnte man nicht mitnehmen. So, was haben wir hier denn? Oh, hier haben wir noch mehr Blaupausen. Tausende von Bauplausen. Blaupausen, die wir hier. Was haben wir denn hier über die Blaupausen liegen lassen? Komisch. Rohr und sonst Zeug, alles hier. Rohre kann man nicht immer gebrauchen, ne? Kann man nicht genug von haben. Batterien eigentlich auch nicht. Warte mal, kann ich denn hier jetzt vielleicht sogar schon so ein Dings mitbauen? Naja, Charging Point 1 kann ich bauen. Der ist relativ kostengünstig. Machen wir davon nochmal ein paar. Da geht mir nur bloß der Stahl wieder aus. Naja gut, das kennen wir ja. Dann lassen wir uns mal Stahl... Ach nee. Ui, was ist das denn hier? Oh Gott, nein. So, hier haben wir dann noch solche Bommeln. Die können wir ja natürlich mitnehmen. Strommasten, Pumpen, Fabriken. Kann ich da noch eine Fabrik draus bauen? Das geht ja schon mal. Dann kann ich ja das mitnehmen hier. So. Gut. Holzstrommasten können erstmal raus. So, das Ding, das kann ich dann erstmal da hinstellen. Wo sind wir? Ach ja, hier ist das. Machen. Da steht sogar welche. Gut. Naja. So ist es halt. Interessant, dass ich einen Motorpart noch dabei habe. Finde ich immer interessant, sowas. So, was haben wir denn jetzt? Ja, 3 Stück habe ich davon jetzt, ne? Von den Charging Points. Naja, gut. So. Da haben wir noch nicht was raus. Hier ein bisschen Goldohr haben wir hier rausgenommen. Hier reinlegen können. Wir haben noch das Auto hier rum in der Ecke. Das muss ich jetzt mal ein bisschen belasten hier. Wenn wir den ganzen Krempel da rein tun. Den Schwefel tue ich mir da rein. Damit ich hier dieses ganze Erzgelöt umlagern kann. So, jetzt haben wir uns die Taschen voll gemacht mit irgendwelchen Zeugs und so. Nur damit wir hier die Betonplatten produzieren können. Ne, das brauche ich jetzt nicht. Auch das jetzt. So, dann brauchen wir hier den Kameran, den Kameran, den Kameran und den Kameran. Und dann brauchen wir hier das Rohr. Nein, Nüchen. Das Rohr, das Rohr, das Rohr und das Rohr. Und dann brauchen wir hier natürlich noch den Zusammenschluss wieder. So, und dann brauchen wir hier die Produktion. So. Und dann müssten jetzt eigentlich hier unsere Roboter sagen, hey, wir haben da Betonplatten. Die können wir doch verbauen. Hm? Na, gucke mal. Da sagen sich doch ein paar Roboter, hey, da sind Betonplatten. Sehr schön. Gut, also, dann haben wir das hier auch erstmal umgebaut, die Betonplattenproduktion. War nicht ganz das Ziel der heutigen Folge, aber wie es immer so ist, ne, dann kommt man auch von's Kleinste ins Große, also von Hundertstel ins Stöckchen. Ich glaube, den Zement, den kann ich jetzt hier unten noch gleich mal gewinnbringend einwerfen. Aber hier habe ich noch 40 mal Zement, da kannst du noch ein bisschen Zement sozusagen durchnudeln. Ja, hier liegt alles an. Ah ja, ist auch schon. Ah, das passt schon. Das wird schon schief gehen hier und hier kommen in regelmäßigen Abständen quasi so 4 solche Dinge angeflogen. Immer wenn ihnen gesagt wird, oh, hier liegt was drin, dann holen die das ab. Sehr schön, gut. Okay, dann haben wir das erstmal hier geregelt und können dann hochfahren. Dann haben wir die Produktion wenigstens auch auf baubare Betonplatten umgestellt hier, dass da immer genügend im Lager sein könnten, theoretisch. Und wir praktisch dann wirklich bloß diese Platten bauen. Jetzt haben wir uns die Blaupause natürlich zerhackstückt. Das war doof, aber da können wir einfach eine neue machen. Das ist nicht das ganz große Thema. Die kriegen wir denn da schon hin. So. Gut. Würde ich sagen, war's das für heute. Bis dann. Tschüss.